Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld, kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute in einer Stadt nicht aufnehmen wollen, dann geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen. Zum Zeugnis geben sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall die Kranken. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Der Apostel sind von Ort zu Ort gegangen und haben viele Kranke geheilt und das Evangelium verkündet. Und wir sind auch dazu berufen, jeder in seinem Bereich. Das, was ihr hier in der Heiligen Messe empfangt, das ist dazu, dass ihr es hinaustragt. Dass ihr aus der Kraft dieser Gnaden lebt und es zum Segen für die Umwelt werden lassen, in der ihr lebt. Ganz bewusst als Licht in der Finsternis. Wir sind gerufen, in die Finsternis hinauszugehen. Immer wieder neu, die Liebe Gottes, die Gnade und die Wahrheit Gottes zu bezeugen. Wenn jemand nicht will, haben wir gehört, wir sollen uns wieder zurückziehen, aber nicht aufgeben. Für jeden kommt immer wieder die Stunde. Und wenn der Herr es will, dann erwischen wir diesen Menschen gerade in der Stunde, in der sein Herz geöffnet ist. Und je mehr wir in der Führung Gottes sind, umso mehr sind wir dann auch verfügbar und kann uns lenken, genau zu dem Punkt, wo es sein soll. Eine große Gnade. Und das rechte Wort zu finden, aber auch das Gebet für die Kranken und Heilung. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Dass diese Gabe der Krankenheilung entwickelt sich im Kleinen. Wenn man zu jemandem sagt, du, ich werde für dich beten, dass es besser wird. Und das gezielt immer wieder tun. Dann wird Gott eines Tages dann auch wirklich mit der Inspiration kommen, wo wir vom Heiligen Geist geführt nicht nur im eigenen Namen beten, sondern von ihm geleitet. Das ist dann so wie beim Apostolat. Wenn er unsere Bereitschaft sieht und unseren offenen Glauben, dann kann er sein Charisma uns verleihen. Das heißt nicht, dass wir immer und überall in der Vollkraft des Heiligen Geistes wirken, damit wir nicht stolz werden. Aber Gott lässt es in uns wachsen, wenn wir dazu bereit sind. Und es entwickeln sich dann besondere Begabungen und Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, jeden anders.
Jeder bekommt andere Charisma. Aber wir sollen zu allem bereit sein und darum auch beten. So wie die heiligen Ärzte Cosmas und Damian, die ihre Berufung als christliche Laien in der Welt, in der sie gelebt haben, gefunden haben. Amen. Vergelt's Gott.